Hallo Papierfreunde, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Hyazinthen aus Papier selber bastelt. Diese Frühlingsblumen könnt ihr auch super verschenken oder einfach als Deko benutzen. Und im ersten Schritt nehmt ihr ein DIN A4 Papier und schneidet es aus. Ich habe die Vorlage auf dem Blog. Jetzt mit einer Schere bis zur Hilfslinie parallele Schnitte setzen. Je mehr Schnitte ihr setzt, umso realistischer wird nachher die Hyazinthe. Dauert natürlich aber auch am Ende ein bisschen länger, als wenn ihr jetzt breitere Streifen macht. Mit einem Holzstäbchen fahren wir jetzt jede der einzelnen Papierstreifen auf. Das heißt, wir wickeln sie quasi auf. Und dazu legt ihr das Holzstäbchen nach unten und rollt es dann hoch. Und das gleiche machen wir hier nochmal. Wenn ihr den Dreh im wahrsten Sinne des Wortes raus habt, könnt ihr auch versuchen, dann gleichzeitig mehrere Papierstreifen gleichzeitig eben aufzuwickeln, dann seid ihr am Ende nämlich ein bisschen schneller fertig, so wie ich das hier mache mit den Zweien. Und so sieht dann die ganze Girlande quasi aus. Jetzt nehme ich meinen Blumendraht und ich verwende hier eine Heißklebepistole und trage dazu eben ein bisschen Kleber unterhalb der Spitze von diesem Blumendraht auf. Und jetzt kommt eben diese Hyazinthenblüte, Girlande, wie ihr sie auch nennen wollt, dieser Streifen auf jeden Fall auf diesen Kleber auf. Und ihr wickelt jetzt diesen Streifen diagonal nach unten. Wichtig ist dabei, dass die Wirbel nach außen zeigen, weil nur dann eben auch eure Hyazinthe wirklich schön entsteht und sie nach außen zeigen können, diese Wirbel. Genau. Schaut mal, dass ihr 130 Gramm Papier verwendet und hier eben immer wieder, wenn ihr das umwickelt, auch unten diesen Schaft immer ein bisschen zusammendrückt. So, und das macht ihr jetzt bis zum Schluss. Am Ende nehme ich auch noch ein bisschen von der Heißklebepistole und drücke das fest. Jetzt nehme ich mir Floristenkrepp und wickel das an dem oberen Ende von dieser Hyazinthe eben mehrmals um, damit so ein etwas dickerer Buckel entsteht. Und am Ende wickele ich dann nur noch den Draht einmalig mit dem Floristenkrepp um. Und dann ist auch eure erste Hyazinthe fertig.